Dammt. Dammt. Nein. Ah! Eine Redigung runtergefallen. So. So, und damit. Servus, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kontraband Police. Mein Gott, ich komme mit gar nichts mehr klar. Wir sind am Tag 18 durch. Tag 19 kommt jetzt und jo, weiter geht's. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir wieder ein Story-Ding. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Wichtiger Telefonanruf. Jawohl, weiter geht's mit der Story. Das heißt, ja, um 5 nach 2 ist die Uhr gestoppt. Oder ist die Uhr überhaupt gestoppt? Ja, ist gestoppt. 6 nach 2. Man hätte die MG zwar in der Hand halten können, aber wir gehen jetzt erstmal hier hinter. Laden da das ganze Zeug hier ab. Gehen hier hin, nehmen die Shotgun-Muni. So viel Shotgun-Muni. Pistolen-Muni haben wir auch massiv. MG-Muni haben wir auch hoch. Ah, da gerade eben, da läuft es richtig. Ich könnte die MG-Muni gleich wieder mitnehmen, dann denken wir Pistolen-Muni darüber. Wenn wir vor allem 10 haben, passt. Na, dann gehen wir aufs Telefon. Schreie. Oh nee, jetzt kommt das Motel. Oh, oh. Karat Motel. Kacke. Da ich ja schon weiß, was kommt, nehme ich mir nochmal 10 MG Muni mit. Damit wir hier guten Muni dabei haben. Mit Sirene. Auf geht's, Karambotel. Sind wir ja direkt da, das ist ja gleich da vorne. Immer das erste, an dem wir vorbeifahren, so ein bisschen nach der Kreuzung. Motel Karat. Da ist auch schon ein Symbol unserer Freunde. Oh, Piotr Kafka. Finde einen Eingang. Ich glaube, wir müssen hier hinten rum. Hier. Warte mal. Wuhuhu. Da ist noch einer. Wenn er durch die Tür kommt, wenn wir im Looten sind. Schau, was sage ich? What? Was war das? Liegen hier noch so Geheimakten rum, theoretisch? Nee, ich sehe jetzt nichts, was nach Geheimakten aussehen würde. Bandit, gib mir auch wieder Shotgun Money. Oh, shit, müssen wir nachladen. Okay, für den nehmen wir wieder die MG. Okay. Dann in die Hand, jetzt ist mir eigentlich die Tür gleich kommt. Oh, das ist gut. Wodka, Zigaretten, können wir wieder verkaufen. Okay, die sind. Wow! Oh, der ist mir reingelaufen. Lebt noch einer? Da ist auch noch einer. Ich möchte gar nicht alle looten, aber ich nehme mal mit, was ich kriegen kann. So.
Okay, die spawnen schon. Was? Misch du Evo? Hui! Nicht mehr Wodka und Zigaretten. Das haben sie alle dabei irgendwie. Du verschwindest nicht, dann hast du. Nee, du hast nichts mehr. Okay, 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 okay. Wer liegt hier draußen noch rum? Ein paar Müllsäcke. So, da sind wir voll. Komm, 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 komm. Oh, au, der hat mich hart erwischt. Mehr nachladen. Kommt der aus der Deckung raus? Nee, oder? Kann man? Ich glaub schon. Looten lassen wir jetzt mal. Nachladen. Oh, oh, schön Heavy Heavy gedrückt. Da war einer. Pusht mich jemand? Das war ein schöner Schuss. Hier da hinten machen wir den MG. Nachladen. Oh, den letzten machen wir jetzt hier stylisch mit der Pistole weg mit einem zielten. Oh. Komm, lass dich doch treffen. Warum treffe ich den nicht? Den habe ich, weißt? Ja, jetzt den auch. Oh, sprich mit der Geisel. Ja, looten brauchen wir nicht. Wir sind so voll. Piotr Kafka. Ach, okay, jetzt haben wir den oberen Kopf, Leute. Ah. Oh ja, ich glaube, ich weiß genau, was ich mache. Ich werde meinen Leuten Bescheid sagen, dass sie dich abholen können. Das werde ich machen. Ja, so, genau. Wenn du das Gebäude verlässt, kannst du immer noch die flehenden Rufe des Politikers hören. Die Rebellen, die von der Situation überrascht sind, fassen den wertvollen Beamten und verlassen schnell das Hotel. In deinem Bericht beschreibst du die Schießerei mit Oberankovs Männern, verschweigst aber absichtlich die Entführung von Kafka. Hört sich nach mir an. Mission erfüllt, jawohl. Oh, wo die Tür können wir offen lassen. Haben wir Shit, haben wir unser Shit weggebracht? Ja, haben wir, oder? Wir müssen bloß wieder Zigaretten und so einladen. Können unsere Waffen checken. Ist voll. Die muss ich noch nachladen. So. Lager. Seite 2. Muni einladen. Seite 3. Zigaretten und Wodka. Oh, da haben wir jetzt echt viel. Wir können echt viel Zigaretten und Wodka verkaufen. Ups. Das sind 7 Zigaretten, 8 Wodka, was wir haben. Jawohl. Dann. Ja, ist 3. Dann können wir es nochmal hinlegen. Nochmal ausruhen. Ein weiterer toller Tag. Am Grenzposten Karigatka. Oh. Was haben wir denn da für einen Brief? Du herzlos Ungeheuer, meine geliebte Schwester Natascha ist dort. Und wegen dir konnte ich mich nie einmal von ihr verabschieden. Warum hast du mich nicht durchgelassen? Mit deinem menschliches Leid nie für dich. Du wirst noch dafür bezahlen. Ja, den Brief habe ich schon mal bekommen. Wenn man den eigentlich durchlässt, den Dude, kriegt man dann einen Dankesbrief? Boah, fuck, das müsste ich auch mal ausprobieren. So. Aber unser Inventar haben wir geklärt, das heißt, der erste kann direkt rein. Nimm doch mal die Pistole in die Hand, nicht, dass er gleich durchfährt.
dass ihr meine Schranke kaputt macht. Stehen bleiben. Scheibe auf. Papiere. Okay. Schauen wir doch gleich mal. Aufpassen, aber wirklich. Guten Tag, Kollege Maximov. Auf den ersten Blick. Ja. Eigentlich nicht, aber egal. So. Keine Schmuggelware. Ist doch. Halt. Nee, nee, keine Schmuggelware. Darf wieder einsteigen. Sein Papiere haben wir. Ja, kein Gepäck. Ein Varit, das ist kein Varit, das ist ein Mikros. 99 Kilo passt auch zum Mikros. Osman, Osturk. Verschaut, ist er gegen Nobelt? Nein, er ist nicht gegen Nobelt geimpft. Ganz wichtig, anklicken. So, wiegen. 990 Kilo? Ja, easy. Wie schaust du euch aus? Iro und falscher Bart. Name passt. Dann schauen wir doch gleich hier mal. ME69. 5247 passt. 16. Mai, wir haben den 4. Juni passt auch. Also Nummer passt, Haltbarkeit passt, Name passt. Fahrzeugtyp passt nicht, Akku Y0218LT passt. Fahrzeugtyp passt nicht, Foto passt nicht. Nur Datum, Name passt. Noch Befahrer kein. Okay, noch Schäden am Auto. Schaut so gut, ich glaube, ich glaub, ein paar Reifen hat er, die Scheiben auch gut. Passt auch. Ne, sind doch nicht platt, die Reifen. Die Scheiben hier sind auch alles in Ordnung. Ah, als ob die Karre so in Top-Zustand war. Ja. Karre in Top-Zustand. Gut, dann. Halt, handeln. Handeln, handeln, handeln. Du kaufst ja nichts, was. Nicht, nichts, was ich. Nee, nee, dann. Nee, nee, dann hast du schon verloren. Vielleicht. Nur den Bart wieder wachsen, dass das jetzt ein Foto passt. Der hat schon mal eine kaputte Scheibe. Deutsche Genosse. Jo, perfekt. Ach. .240 mit dem AZV. Ja, das passt, aber wir müssen natürlich erstmal hier auf die Schmuggelware. Wir wollten noch einen dritten Schmuggler einsperren, damit wir die wegfahren können. Das heißt, wenn der Schmuggler ist, nehmen wir ihn fest. Schau da aber nicht so. Wir gehen mal kurz hier rein. Nee, nee. Nee. Ach, Fässer hat er dabei. Nee, oben, nee, okay. Ja, ja. Viermal in flammbare Substanzen. Warte mal, Kollege Max, der schmuggelt nicht, das heißt, du darfst es dem Ding zurückgeben. So, du handelst nicht, dann wieder ins Auto zurück. Und, ach fuck, wie schaut der aus? Egal. AZV, Gewicht passt. Beck 9006JD. Ach man. Weg 90.06JD passt. Schauen wir mal hinten. Hinten passt alles. Nur so nebenbei. So, Kollege, wie schaust du aus? Schnauzer, Ding, passt. Viermal Substanzen, passt auch. Ah, Eili Bayrak. Eili Bayrak. Eili Bayrak. Eili Bayrak ist gegen Nobit geimpft. Passt. Eili Bayrak passt. GZM, das machen wir mal so. Juli, November passt. Also passt hier alles. Foto passt. Nur noch kurz eine Karre anschauen, weil. Stoßstange, Scheinwerfer, eine Scheibe, oder? Ach man. Ja, Stoßstange, Scheinwerfer, eine Scheibe.
Reifenkarosserie passen. Schreiben wir das noch schnell auf. Eine Scheibe, ein Scheinwerfer, eine Stoßstange. So. Und halt, dann darf der rein, oder? Viel Spaß in der Karre, dann, Kollege, mit deinen flammbaren Substanzen. Der ist da. Ja. Was? Oh mein Gott, und der fährt durch. Nein, immer. Immer schaue ich es nach. Nur jetzt, wo einer fehlt, schaue ich nicht auf die Spiegel. Und der fährt durch. Kriege ich den direkt weggeschossen. Oh, Sirene. Ja, machen wir erstmal mit H. Oh, ich hab den doch komplett runtergeschossen. Mann. Der Karre dürfte jetzt nicht mehr so schnell sein. Eigentlich. Ich hab den hart angeschossen. Ja, ich hole ihn auch echt schnell ein. Boah, aber ich schaff, dass der nicht stirbt. Wenn ich den stoppen kann, ohne dass er stirbt, dann habe ich meinen dritten Gefangenen nämlich. Passt. Dann können wir wieder einen durchlassen. Ah, der schlenkert auch schon gewaltig. Ha! Ha! Ja! Erwischt! Perfekt! Da, Kokain im Kofferraum! Stoßstange hat er gar nicht. Hier, Reifen. Ja, okay, ich habe 6 Minuten Zeit, um zurückzukommen. Ups. Ich habe mehr als genug Zeit, um zurückzukommen. Das mal kurz auf. Oh, oh, das war... Auch einmal. Ist hier sonst noch mehr drin? Ist jetzt auf Anhieb nichts. Stoßstange... Komm, raus da. Hey, da stand zwei. Da stand zwei. Wo ist der zweite? Nur da oben. Ja, der Reifen auch. Ach. Mann, da habe ich jetzt viel Durability von meinem Messer verbraucht. Hier sitzt auch noch. Stütze, Polster, Handschuhfach, nee. Fußraum. Oben. Hinten. Zack, auch nochmal drei. Oh, der hat einen Dachhimmel gehabt. Wo ist das? Da. Bei mir. So. Oh, der hat echt viel gehabt. Bin genau voll geworden. Und wir stehen direkt vorm Ding. Na, wir haben ihn jetzt auch dabei, aber... Yo, Servus. Jonssturm 01. Oh, fuck. Wo bekommt man das Game? Ich hab's mir auf Steam geholt. So, jetzt können wir das Zeug auch direkt abliefern. Ja, kein Problem. Oh. Und das Schnellzeug zum Grenzposten. 4,5 Minuten haben wir noch. Das sollte eigentlich easy klappen. Ja, okay, den können wir cutten. Ich hab den schon einmal zusammengefahren, das muss nicht nochmal passieren. Oh, auf geht's, aus dem Weg. Ich bin die höhere Macht, ihr habt mir alle aus dem Weg zu fahren.
Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Den Hammer! Den Hammer! Nachladen! Wo bist du? Da! Jawohl! Gut, dass wir den einen direkt überfahren haben. Ah, MG-Muni, sehr schön. Die lasse ich gleich da, ist egal. Der da hinten noch vielleicht was zu verkaufen? Nee, auch Shotgun-Muni. Ah, scheiß drauf. Wo ist denn, was wir überfahren haben? Keine Ahnung, der ist weg. 20 Euro kostet. Ah ja, okay. Ja, ich hab's mir halt einfach cool, wo es rauskam, weil ich... Ich hab das gesehen und ich musste es einfach haben. Das ist auch schon der zweite Durchgang, den ich spiele fürs andere Ende. Es gibt mehrere Enden in dem Spiel. Oh. Wieder sauber einparken, komm. So. Zack. Oh, ups. Also, aus, aus. So. Und Kollege Reppen, den einmal reparieren, bitte. Jawohl, schaut doch gleich wieder viel besser aus. Oh, oh, oh. Fahrzeug repariert. Wir müssen noch natürlich. Du gehst kurz in unser Gefängnis. Nicht, dass du. Nicht, dass die Welle abhaut. Oh, haben wir jetzt noch was dabei? Nur ein bisschen MG-Muni, das passt schon. Nächster. Überlegen, wir sind immer bei Novid, jawohl. Aber mal schauen, vielleicht haben wir Novid auch durch nach dem Tag. Daichi-Genosse, mal schauen, gehörst du zum anderen dazu? Bist du auch Schmuggler? Das Hühnchen. Immer diese Hühnchen, Leute. Nee, schaut nicht so aus, als ob der schmuggeln würde. Wir gehen trotzdem mal kurz rein. Einmal raus, bitte. Zack, das wird... Ach verdammt, wir müssen natürlich die Polster anschauen. Nope, Handschuhfach, nichts. Oben, nee. Dachhimmel, auch nicht. Ach verdammt. Hinten, nee. Unterm Sitz liegt auch nichts, okay. Ja, nee, die Hühnchen wollen wir nicht ausladen. Der schmuggelt offenbar nicht. Und das Gepäck schauen wir gleich auch gar nicht mehr an. Passt schon, gib's ihm zurück. Was? Kanalpunkte gehen erst mit der Affiliate, oder? Nee, eigentlich nicht. Die kriegst du auch so. Aber ich habe da eben nichts Besonderes drin, sag ich mal. So, du gehst wieder in eine Karre. Also ich hatte dafür The Hunter mal was drin. Der ist so ohne Visierjagd, aber das kommt vielleicht demnächst wieder. 1,685. Du bist ein Zar. Du hast ein Zarwert. Du bist zu schwer. Gewicht. Syr 1204HN. Syr 1204HN, das passt. Wie schaust du aus? Vollbart, Haare. Das passt. Okay, Gewicht, der wird eh schon nicht reingelassen, aber egal. Nein. Was? Meint er, dass man viel sammeln kann? Ja, sammeln kann man hier auch. Und hin und wieder mache ich auch Sachen rein, damit man sie auch ausgeben kann. So, Hühnchengepäck, das passt, der Frachtbrief. Miko Hiob mit Doppel-I jeweils, Miko Hiob. Miko Hiob, Novid, oh, aber das schaut schlecht aus. Noch nicht lang genug geimpft. Miko Hiob, XBYG, 42 AE, das passt. Das ist Dezember 81, 5. Mai, wir haben den 4., das passt auch. Zabert, jo, Fahrzeuggewicht passt nicht, tägliche Bestimmungen passen nicht, Rest passt eigentlich. Dann müssen wir nur noch schauen, was alles kaputt ist an dem seine Karre. Scheiben, nee, nee, nee. Nee, nee, alle ganz. Scheiben muss ich immer separat schauen. Reifen schauen gut aus. Spiegel hat er. Scheinwerfer hat er. Stoßstange hat er. Karosserie hat er. Wahnsinn, Auto in Top-Zustand. Also, trotzdem kommt er nicht rein. Willst du handeln? Nö, dann Abmarsch. Weg mit dir. Du brauchst nicht sauer sein, du hast selber verkackt.
Oh, what ein Grasduck. Der hat wieder scheiß viel Ladung bestimmt. Komm. Perfekte Inspektion. Jawohl! Endlich wieder. Ich habe schon viel zu viele falsch gemacht. Komm, steig gleich aus. Hier ist nichts. Ach, verdammt. Wiegen. Wiegen vergessen. 80 drauf, aber 389 hat er. Papiere. Schauen wir gleich innen rein. Ja, das sagen alle, auch die, bei denen es was zu finden gibt. Ja. Ja, Kollege. Jetzt? Wir haben ja Waffen. Willst du mich bestechen? Nö? Selber schuld. Ich hätte Bestechung angenommen. Ach du Scheiße. Ja, da war schon wieder was mit Symbol. So. Reifen, Tank. Ha, den Reifen haben wir. Oh, mein Messer ist im Arsch. Kacke. Ist ganz schlecht. Da vorne drin ist auch nichts. Stoßstange auch nicht. Warte, nochmal innen reinschauen kurz. Ja, ne, die Waffen da habe ich ja gerade schon rausgezogen. Halt! Boah, da hinten liegen auch mal hinterm Sitz. What the hell? Alter, das ist so oft nicht sehen, Mann. Ich brauche schnell ein neues Messer, bevor ich deine Ware überprüfe. Und ich habe das Gefühl, wir müssen mal hier Ding wieder anrufen. Wie heißt er? Vlad. Wir müssen Vlad anrufen. So, das Ding, das müssen wir aber mit der Axt machen. Zack. Das. Im Klo Waffen, ne? In der Waschmaschine. Auch keine. In der Waschmaschine. Auch nicht. Oh, im Zement ist doch noch was, oder? Nee, auch nicht. Okay. Dann. Abmarsch in den Knast. Was ist der letzte für heute? Oh, 4 von 5, die müssen wir wegfahren jetzt hat dann. Warte mal. Wir haben kurz vor 6, das ist gut. Dann schon mal direkt ins Auto geschmissen. Oh, da ist nämlich keiner mehr. Du räumst gleich mal auf. Ja, mit den anderen beschäftigen hört sich gut an, denn aber erstmal. Wegen 5 Waffen fahren wir hier extra zur Polizeistation. 2 Maschinengewehr Muni, egal, nehmen wir mit. Was? Was? Verdammt! Ich muss wieder auf meine Pose hier vorne. Und wir gehen direkt einen weiter. Okay, meine Pose ist schlecht. Au, 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 ducken. Ja, meine Leute sind jetzt auch besser. Oh, oh, der ist doch. Nein, verdammt! Der ist down, der da rechts, der war low nur. Ja, mit der Shotgun brauchst du nicht von so weit hinten schießen. Du brauchst auch nicht so rausschauen. Weg. Der ist auch down. Den haben wir gut erwischt eigentlich, aber nee. Oh, fuck. Weg. Aufpassen, nicht, dass die mit dem Auto wieder kommen. Den Heady habe ich ihm noch gedrückt, aber die Granate kommt.
Gut, wir nehmen nächstes noch die Pistole wieder. Granate! Oh fuck, das ist der falsche Weg! Boah, das war ein schöner Heli. Hey, das war auch ein Kopfschuss. Stirb! Schnell wieder hinter in die Deckung. Ein Schuss! Oh fuck. Feindrück näher, ich muss zurückziehen. Jetzt kommen die mit den Autos. Da kommen wir gerade. Nein, das hat einen erwischt, oder? Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Maximum auf Retten. Nein. Oh shit! Jetzt nur die Leute wegmachen, die letzten. Oh! Einer! Nichts mehr so. Alter, Behandlung 300. Ja. Okay, ich muss mir doch Granaten kaufen, um das Auto wegzumachen. Alter, was haben wir jetzt? Kurz nach 6, ja, alles easy. Holy fuckerino, ey. So, Ammo haben wir wieder dabei. Passt. Und jetzt bringen wir Gefangenen weg. Alter, als ob jetzt nochmal ein fucking Angriff kommt. 5400 Geld. Muss man ja Leute aufwerten. Dass die alle drauf gehen, ist nicht gut. So, Abfahrt. Auf zum Arbeitslager und danach zu Vlads Laden. Ich glaube, das Überfall auch gleich noch. Einfach nur, weil alles zusammenkommt. Wir fahren gleich hier links rum. Wieder. Durch den Parkplatz. Ah, aber es ist kein direkter Überfall gespawnt. Okay. Keine Sorge, ich habe einen Fluchtplan. Überfall. Oh! Hallo? Ah! Oh! Oh, ich ihm den Handy gedrückt habe, Alter. Ich war fast down. Oh, fuck. Ja, nee, nehme ich gar nicht mit. Pistolenmuni, ja, die nehme ich mit. Alter, was war denn das jetzt für ein Push, den die mir gedrückt haben? Na klar, ich hätte die Shotgun übel hart benutzen können, aber da war ich jetzt in Panik. Da war ich jetzt hart in Panik. Alter. Holy, ich dachte echt, ich bin down, wo die mich gepusht haben. Alter Schwede, scheiße. Ich bin noch kurz vor Rangaufstieg wieder. Oben rechts sieht man das. Boah. Alter, ein Stress. Ich will doch nur die Leute wegfahren. Ich will doch nur die Leute hier wegfahren, da hinten drin. Da ist das Arbeitslager. Ich glaube, wir haben eben so viel Geld. Wir kaufen uns bei Vlad auch eine neue Knarre. Ich will die AK haben. Obwohl, nee, eigentlich ja die Ding. Eigentlich ja die Flinte, oder? Die geile. Du nimmst erstmal die Leute. 700, 800, ja. Nehmen wir einfach. Alles gut. Uff. Komm mal, Licht an. Es wird dunkel langsam. Auch zu Vlads Laden. Den fahren wir nicht zusammen. Kurve kriegen. Okay. Die Kurve auch kriegen und Vollgas. So, lass einfach rechts rum. Und dann die erste oder die zweite links? Die zweite links, okay. Erst vorne beim Gasthaus. Oh,
Gas! Ja, aber heute hat man wirklich alles gefühlt, jetzt in der Folge. Das war heftig. Oh, da ist Platz laden. Oder aus. Muss ich jetzt machen, damit ich zur Tür rauskomme. Open. Ja, open. Vlad, servus, ich brauche Messer. So, zwei davon. Kommt immer noch eine Feueraxt mit. Ein neues Brecheisen nehmen wir mit. Einfach damit wir was haben. Wir können Scharfschützengewehr schon kaufen. Wir wollen Granaten haben. Nehmen wir mal drei Stück. Scharfschützen oder Gewehr? Ja, komm, wir snipen lieber ein bisschen. Für Gewehr haben wir unser Maschinengewehr. Das höhere Feuerrate, größeres Magazin. Zwar nicht ganz so stabil, aber komm, wir nehmen das. Nehmen da noch ein bisschen. Ja, komm, dann nehmen wir gleich richtigen Muni mit. So. Oh, was haben wir? Neune, jawohl. Trotzdem die MG in die Hand. Und Abfahrt. Kommt ihr gleich nochmal ein Überfall? Ich sehe es schon kommen. Also irgendwie ist man, seitdem ich die Kämpfe auf schwer gestellt habe, kommen auch gefühlt mehr. Das ist schon heftig. Dass ich immer so knapp vorm Draufgehen bin. Ich glaube, hätte ich meine Bude nicht gelevelt, dass meine Max-HP höher sind, dann würde ich das alles hier nicht überleben. Dann wäre ich so oft schon gestorben. Weil es oft so knapp ist. Und dein Licht hast du es aber echt früher angemacht, Kollege. Ja, auch Zangen, die machen das Licht immer erst an, wenn sie einem entgegenkommen. Die scheiß Oberankopf-Bande, die dummen, die Idioten, die wissen nicht, dass ich eigentlich auf ihrer Seite bin. Als Rebell. Als Feind der Regierung. Oh, jetzt sind wir wieder zurück, jawohl. Ja, Kollege Repney, du hast immer so viel zu tun. Und das kriegst du noch mehr. So, wir werten noch durch zwei Leute auf. Ja, bisschen. Wie viel Zeit haben wir noch? Halt, stopp, wir werten die erst morgen auf. Wir hatten ja gerade eben den Überfall. Damit wir die Unterhaltskosten nicht gleich noch haben. Ich meine, wir haben einen Haufen Shit dabei, aber egal. Erstmal pennen. Boah. Krass, das war heftig. Wir sehen auch unser Ding gar nicht, unsere Bilanz. Alter, 1-2 Missionen, 1-2 Posten verteidigt. Oh, das war ein starkes Posten verteidigt. War auch heftig. War echt, drei Leute sind da umgegangen von mir. Ja gut, dann war's dann mit der Folge. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, haut's rein und bis zum nächsten Mal. Servus.